Dinge von großer Bedeutung mit Gelassenheit begegnen und sich den Dingen, die klein sind, große Aufmerksamkeit begegnen. Wirklich dann auch vergessen zu essen und zu trinken. Auf einmal ist es fast Abend geworden. Und das sind fantastische Zeiten. Und das sind Zeiten der Obsession. Ich bin nämlich insofern keine Vorbildarchitektin, als ich sehr, sehr, ich würde sagen, unregelmäßig bin. Die kommen immer um 10 Uhr, das geht doch nicht, da müssen wir was tun. Und Hendrich sagt, da komm doch auch um 10. Das wissen Sie bestimmt alle als Architekten, es gibt eigentlich im Grunde ganz, ganz wenige helle Momente. Einmal im Jahr einen Artikel schreiben und einmal im Jahr einen Vortrag halten. Das fand ich einen guten Rat. Ich glaube, dass wir uns dass wir die Courage haben sollten, dazu zu stehen, dass wir erstmal für uns selber entwerfen.